Ja, eine interessante Tagung, wie ich finde. Also auf meiner Seite ein ganz großes Kompliment an die Organisatorinnen. Ja, vor allem, dass ihr es geschafft habt, uns alle auf so ein Thema irgendwie festzunageln. Ich glaube, das macht das eben die Qualität dieses Symposiums aus, dass wir wirklich ganz spezifische Blicke gehört haben. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch einen Beitrag leisten kann, spezifisch, der nochmal einen anderen Blick drauf wirft, und hoffe, dass ich auch nicht nachstehe hinter den anderen bislang interessanten Vorträgen. Wie man am Titel sieht, es geht also um die Frage der Spekulation mit unseren sozialen Wohnungsbaubeständen. Wir konnten feststellen, dass so gerade im Zeitraum 1999 bis 2006 gab es massive Verkäufe von kommunalen, Landes- auch Bundesbeständen. 2006 war dann so ein Scheidejahr, weil da stand zum einen der Komplettverkauf der WOBA an, also der Dresdner Wohnungsbaugesellschaft, was sehr breit eben auch in den Feuilletons und diskutiert wurde. Und zum anderen stand auch an der Verkauf der Freiburger Wohnungsgesellschaft. Das ist mit einem Bürgerentscheid abgelehnt worden. Also so zwei diametrale Entscheidungen. Die haben aber dazu geführt, durch diese kontroverse Diskussion, dass seither keine nennenswerte Verkäufe mehr stattfinden. Ich zeige heute ein Projekt, was ich mit Studenten gemacht habe. Der Hintergrund ist immer, dass ich in Bremen so ein Modell eingeführt habe, dass wir uns mit einem Phänomen befassen, was in Bremen offensichtlich geworden ist, aber was auch irgendwie bundesweit zum Tragen kam. Und jetzt bei dem ganz speziellen Projekt war es so, dass nach diesen Privatisierungen das Phänomen aufgetaucht ist von ganz schnellen Wiederverkäufen dieser Bestände. Also man spricht von Kaskadenverkäufen, was insofern zu einem Problem geführt hat. Natürlich, der als letztes kauft, hat natürlich irgendwie auch am meisten bezahlt und hat natürlich irgendwie auch größere Schwierigkeiten, wenn er denn will, seinen Bestand unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sanieren. Also dieses Phänomen haben wir so ein bisschen angeschaut mit mehreren Fallstudien. Und ich will jetzt erstmal so mit drei Zahlenfolien einsteigen, aber ich werde sie so ein bisschen mit dem Beamer, mit dem Pointer durchnavigieren. Also keine Angst, ich werde sie nicht viel mit Zahlen belästigen. So, erstmal neue Heimaten. Seit 1999 wurden in Deutschland etwa 2 Millionen Wohnungen privatisiert. Das sind etwa 5% aller Wohnungen in Deutschland. Nach Jahren vielfältiger Käufe und Verkäufe bilden sich neue Großkonzerne, die den sozialen Wohnungsbau als Geschäftsmodell entdeckt haben. Nach der Fusion der Deutschen Ennington mit der GAGFA ist die Vonovia, wie sie jetzt heißt, seit 2015 mit 370.000 Wohnungen größter Wohnungsanbieter. Ich glaube sogar ganz von Europa auch. Und die Frage ist natürlich, welche Ziele verfolgen diese Unternehmen? Ich muss gleich vorausschicken, ich kann es auch nicht genau beantworten, aber es ist bestimmt eine Diskussion hinterher wert. Überschrift neue Heimaten, weil wir hatten ja schon mal riesige Wohnungsbaukonzerne. Die neue Heimat, die hatte aber damals so in den 80er Jahren nur 200.000 Wohneinheiten, sodass wir mal den Vergleich sehen. So, jetzt zwei, drei Zahlen. Wir haben 41 Millionen Wohnungen in Deutschland und haben noch 1,5 Millionen Sozialwohnungen, aber die schrumpfen extrem, weil sie eben aus der Belegungspflicht heraus kommen, sozusagen ungefähr 60.000 Wohnungen pro Jahr, zwischen 60 und 100.000. Das hängt immer von den Fertigstellungszeiten ab. So, hier will ich nur mal ganz kurz zeigen, wie groß die Unternehmen sind, die börsennotierten, ja, und wie sozusagen die öffentliche Hand, die Kommunalen eigentlich deutlich drunter bleiben. Also wir haben wirklich einen extremen Zuwachs an ganz großen Unternehmen. Und wir haben dann auch, und das ist eben nochmal, sieht man das auch, dass eben sozusagen zunächst mal bis 2006, hier sieht man das dann, eigentlich diese Verkäufe der kommunalen Wohnungen stattgefunden haben, und seither wird eigentlich hauptsächlich unter den Privaten verkauft. Ja? Also sozusagen ein Hin- und Herschieben unter den Privaten. Und mit der Grafik nur ganz kurz, dass Sie das mitnehmen, die Portfoliogrößen sind extrem hoch. Also es werden riesige Pakete hin und her geschoben, ja, zwischen diesen Unternehmen. Und hier kann man an der Grafik jetzt auch nochmal sehen, die Erstverkäufe hören dann irgendwann mal, sind dann gleichzusetzen fast irgendwann mal mit den Wiederverkäufen. Also dieses Phänomen hat eben deutlich zugenommen, dass es eben gar nicht mehr um die Erstprivatisierung geht, sondern um den weiterführenden Verkauf zwischen den privaten Unternehmen. So, jetzt steige ich in dieses
Projekt in Bremen ein, das den Aufschlag gegeben hat, dass wir uns damit befasst haben, mit diesem Phänomen, und stellt dann im weiteren Zuge noch drei Fallstudien aus Deutschland vor, die WOBA, dann was in Köln und noch ein Projekt aus Dortmund, eine Fallstudie. Die Kroner Düne im Bremer Norden hat eben genau diese Zyklen durchlaufen, die wir auch heute schon besprochen hatten. Sie wurde eigentlich in eine Situation hineingebaut, als ein Lebensstilwandel stattgefunden hat, als sozusagen die aufstrebende Mittelschicht nicht mehr in der Platte wohnen wollte, sondern sich andere Wohnmodelle gesucht hat. Sie ist auch hineingebaut worden in eine Wirtschaftskrise, weil eigentlich ist sie gebaut worden für die, hier ist die Vulkanwerft, hier ist die Lürsenwerft und es gab das Werftensterben und damit hat irgendwie schon kurz nach der Fertigstellung eigentlich eine Segregation stattgefunden, soziale Segregation. Was in China wahrscheinlich noch gar nicht stattgefunden hat, das ist auch nur so eine Frage, wenn mal so die chinesischen Modelle in so eine Krisensituation kommen, wie die sich da bewähren, das würde mich auch dann mal interessieren, vielleicht können wir da nochmal diskutieren hinterher. Also die Kroner Düne und wir mussten dann bei der Beschäftigung, also wir haben festgestellt, wir müssen in die Geschichte zurück, weil es wurde nicht nur in den Jahren 99 bis 2006 gezockt mit den Wohnungen, sondern eben auch schon früher. Gebaut wurde die Kroner Düne von der Bremer Treuhand. Dieses Unternehmen hatte eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Aufgabe, die Bremer Eigenheimgebiete zu entwickeln. Also Bremen hat so einen Sonderfall, dass fast über die Hälfte des Wohnungsbestandes sind Reihenhäuser, das sogenannte Bremer Haus. Die waren stark zerstört, zu 60%. Es gab Bürgerinitiativen, um den Wiederaufbau zu machen. Und dann wurde daraus diese Bremer Treuhand entwickelt, eben mit dem Geschäftszweck, die Mittel zu besorgen und das Ganze zu organisieren. Die Aufgabe war Mitte der 60er Jahre erledigt und dann hatte die Bremer Treuhand keine Aufgabe mehr. Ja? Und sie hatte auch, weil sie eben nicht für den Geschosswohnungsbau zuständig war, kein Stammkapital, also konnte auch nicht in den Geschosswohnungsbau einsteigen. Und da hatte die Bremer Treuhand eine Idee. Sie hat also in den 60er Jahren geschlossene Immobilienfonds aufgelegt, die ab 1000 D-Mark gezeichnet werden konnten. Also man hat sozusagen die Kleinanleger adressiert. Und das Ganze war ein Riesenerfolg. Mit dem ersten geschlossenen Immobilienfonds 1965 wurden 268 Wohnungen gebaut. Und weil die Nachfrage so groß war, ging das dann gleich weiter, unter anderem dann auch mit der Kroner Düne, die eben auch als ein geschlossener Immobilienfonds entwickelt wurden. Ja, die Bildunterschrift, das habe ich gerade schon erzählt, da müssen wir gar nicht genau drauf eingehen. Und dann kam es dann zur Expansion und zwar wurden neue Regionalgesellschaften gegründet, um zu expandieren, sogenannte Kommanditgesellschaften. Und die Bremer Treuhand ist nicht nur in Wohnungsbau eingestiegen, sondern sie hat Verwaltungsbauten gemacht, wie man hier sieht. Sie ist in Universitätsbauten eingestiegen, sie hat Ferienhaussiedlungen entwickelt. Unter anderem das bekannte Kut am Eck wurde von der Bremer Treuhand im Rahmen von einem geschlossenen Immobilienfonds entwickelt und insgesamt, hier ist ein Schreibfehler, das muss Millionen heißen, also der Fonds hatte 180 Millionen, der 73, das war der größte Fonds, den die Bremer Treuhand aufgelegt hat. Und festzustellen ist dann, also wenn man die Geschichte mal anschaut, in 10 Jahren hat die Bremer Treuhand 37 Fonds aufgelegt, man sieht die Verteilung in Deutschland, also fast flächendeckend mit Tochterunternehmen, die gegründet wurden. Und hat 1,3 Milliarden D-Mark umgesetzt, also in 10 Jahren. Das ist eine relativ hohe Summe für so ein kleines Unternehmen, was so in 10 Jahren extrem stark gewachsen ist. Dann kam 1975 ein Großauftrag aus Algerien, 5000 Wohnungen, die Bremer Treuhand bauen sollte. Und man sieht hier ganz links im Bild, da musste der Bremer Bausenator irgendwie mit, weil der Auftrag war so groß, dass auch das Land Bremen bürgen musste. Sie hätten den Auftrag sonst nicht bekommen. Und ja, hier sieht man die Grundsteinlegung, 5000 Wohnungen, größter Auftrag. Und danach ist sozusagen die Bremer Treuhand buchstäblich im algerischen Wüstensand versunken, weil sie hatte keine Auslandserfahrung. Sie hat sozusagen zum Fixpreis angeboten, Fertigstellungstermin war sozusagen fixiert. Aber zum Beispiel keine Materialkontingente ausgehandelt. Das heißt also, die Materialbeschaffung hat sich extrem kompliziert dargestellt. Kurzum, nach 1,5 Jahren war die Bausumme, die avisierte, schon um fast 100% überzogen. Und dann hat die Firmenleitung einen Cut gemacht, hat gesagt, wir steigen aus. Und das hat dazu geführt, dass dann natürlich die Algerier Schadensersatz erhoben hatten, 250 Millionen D-Mark. Und daraufhin ist eben dann sozusagen die Bremer Treuhand Konkurs gegangen und wurde
an ein ihr verschwistertes Unternehmen weitergereicht an die neue Heimat. Ja? Dann, die neue Heimatgeschichte kann ich jetzt nicht im Ganzen irgendwie erzählen, aber 82 kam dann die neue Heimat irgendwie ins Trudeln wegen Korruptions, Untreue und Korruptionsgeschichten. 86 wurde die neue Heimat dann, ging sie auch Konkurs und wurde dann nach dieser Bäckergeschichte, dass ein Bäcker, ein Großbäcker, die, das Unternehmen für eine Mark übernehmen wollte, das hat nicht geklappt. Also ging sozusagen die neue Heimat, die vorher gewerkschaftseigen war, DGB, wurde von den Ländern aufgefangen. Also die Bestände wurden an die Länder übergeben. Es gab einen Sonderfall, dass in Niedersachsen hat es sozusagen die gewerkschaftseigene Wohnungsunternehmen übernommen, die dann später als Baubekorn-Gruppe bezeichnet wurde. Ja. So, jetzt sind wir fast schon bei der Jetztzeit wieder angereicht, aber diesen Rückfluss in die Geschichte musste man machen, um zu verstehen, dass diese Spekulation nicht nur heute stattfindet, sondern eben aus dem Bauwirtschaftsfunktionalismus herauskommt. Also das Baubekorn-Portfolio, oder die Baubekorn wurde dann im Jahr 2005 verkauft von der niedersächsischen Gewerkschaft und wird seither sozusagen als Baubekorn-Portfolio firmiert das und wurde jetzt zunächst an die Cerberus weiterverkauft. Also hier sieht man nochmal die ersten Verkäufe, Bremer Treuhand, dann an die neue Heimat, von der neuen Heimat dann Baubekorn. Hier sind wir, glaube ich, jetzt schon bei Cerberus. Nee. Da gab es einen größeren und kleineren Teil, der wurde anders verkauft. Der größere Teil ging dann im Rahmen des Baubekorn-Portfolios, zu dem die Corona Düne gehörte, zu Cerberus. Und dann eben in kurzer Folge dann an die Pirelli Real Estates, also von der Reifenhersteller hat auch ein Wohnungsunternehmen. Ging es dann an die Barclay Capital, von der Barclay Capital dann an die Deutsche Wohnen, genau die Deutsche Wohnen. Und die Deutsche Wohnen hat dann das Baubekorn-Portfolio filettiert. Die hat sozusagen bestimmte Regionen ausgesondert, unter anderem auch die Corona Düne. Und dann kam 2014 die Grand City Properties ins Spiel, die auch hier in Leipzig schon eingekauft hat. So, das war sozusagen interessant. Ein Detail noch, also Cerberus hat sich nach 2 Jahren zurückgezogen mit dem Argument, dass zu wenig Rendite drin stecken würde in diesem Geschäft, hat aber von 1 Milliarde bezahlt für das Portfolio und hat es für 1,8 Milliarden verkauft. Auch interessant, mit welchen Renditeerwartungen diese Unternehmen eigentlich reingehen. So, jetzt zu den Fällen, die wir noch untersucht hatten. Also wir haben bewusst spezifische Fälle, unterschiedliche Fälle angeschaut. Also einmal hier mal diesen Komplettverkauf der WOBA und was daraus geworden ist. Zunächst mal die Mietpreise auch für jede Fallstudie. In Sachsen waren es 2015 im Schnitt 5,50 Euro und in Dresden 5,70 Euro. Also wir können hier noch relativ preiswert wohnen in der Region, muss man einfach auch mal, muss man mal sehen. So, erstmal die Entstehung der WOBA. 168.000 Wohnungen wurden aus dem Gesamtbestand der DDR an die Stadt Dresden übergeben. Und die wurde erstmal aufgeteilt, je nachdem, wo die Bestände waren, in diese Wohnungsbaugesellschaft Nordwest und in die Südost-WOBA. Und dann, das war mir vorab auch gar nicht so bewusst, wurden jeweils 2/3 dieser Bestände verkauft, weil Altschulden drauf lagen, wurde also diese Altschulden loswerden, Altschuldenhilfegesetz. Und man brauchte auch Kapital für die Sanierung der anderen Bestände. Also 2/3 wurden schon mal sozusagen vorab irgendwie über die Jahre verkauft. Und das waren dann die übrigen 48.000 Wohnungen, die dann zur WOBA zusammengefasst wurden, die übrigen. Und genau um die ging es dann bei diesem Komplettverkauf. Hintergrund war das Schuldenproblem, was alle eben hatten, die Kommunen, die verkauft hatten. Dresden hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr eine 3/4 Milliarde Schulden, also 741 Millionen. Wobei man auch schauen muss, dass die WOBA auch eine Cash-Cow war, trotz Leerständen. 9 Millionen kamen jedes Jahr sozusagen ins Stadtsäckel zurück. Aber dann gab es eben diese fixe Idee, mit dem Komplettverkauf auf einmal schuldenfrei zu werden. Ja? Also das ist sozusagen dann im Dresdner Stadtrat mehrfach besprochen worden. Zunächst wollte man nur 2/3 verkaufen. Da gab es auch schon einen Stadtratsbeschluss. Aber kurze Zeit später, ich glaube 4 Wochen später, gab es dann den Stadtratsbeschluss zum Komplettverkauf.
Und man bezog sich immer in der Argumentation auf die Sozialcharta. Man hat sozusagen die Bestände verkauft mit den Auflagen einer Sozialcharta. Das heißt, die Mieten sollten stabil bleiben. Es gab einen ausgeweiteten Mieterschutz und so weiter. Man sagte einfach, also mit der Sozialcharta ist es eigentlich so, als würden wir das selbst besitzen. Ja? Aber wir sind trotzdem noch schuldenfrei obendrauf. Also das war so die Argumentation, mit der das dann abging. Und interessanterweise, so ein Detail, was die Studierenden auch herausgefunden hatten, Freshfields, eine Tochter der Deutschen Bank, hat die Stadt Dresden bei diesem Verkauf beraten, war aber gleichzeitig auch Berater der Fortress, die dann irgendwie dieses Paket ersteigert hat. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir da schon... So. Die Fortress, große Fondsanleihegesellschaft, war davor schon relativ viel im Einkaufen in Deutschland, hat also die neben der WOBA auch die NILEG und die bundeseigene GAGFA eingekauft. Diese drei Unternehmen wurden dann unter dem Dach der GAGFA fusioniert, gingen an die Börse. Und die Fortress hat sich dann so scheibchenweise über den Verkauf von Aktienanteilen aus dem Staub gemacht. Also sie hat so Gewinne mitgenommen und ist gar nicht mehr aufgetaucht. Das heißt, die Stadt Dresden musste fortan mit der GAGFA verhandeln, die dann wiederum mit der Deutschen Enigen zu Vonovia fusioniert hat letztes Jahr. Aber diese Verhandlungen zwischen der Stadt Dresden und der GAGFA, die sind irgendwie sehr schwierig geworden, weil natürlich wurde die Sozialcharta nicht eingehalten, was eigentlich abzusehen war. Die Stadt Dresden hat geklagt. Es gab dann außergerichtliche Gespräche und eine Einigung über Bezahlungen sozusagen, über außergerichtlich. Es gab auch Klage gegen Mietpreiserhöhungen. Die hat die Stadt Dresden dann verloren, weil die GAGFA durchsetzen konnte gerichtlich, dass sie nicht überall die Mieten so halten muss, sondern sie kann sie an einer Stelle anheben, wenn sie an einer anderen Stelle beibehält oder vielleicht sogar absenkt oder Leerstand hat. Also das ist alles irgendwie möglich im Rahmen dieses Programms. Und von daher ist es jetzt in Dresden eine relativ schwierige Situation. Natürlich, Dresden wächst auch wieder. Und vor allem gibt es ein kommunikatives Problem. Wir haben bei unseren Recherchen eben festgestellt, dass sämtliche Kommunikation zwischen der Stadtverwaltung und der GAGFA über das Rechtsamt läuft, also wie so ein Nadelöhr. Also wenn sozusagen ein Quartiersmanager mit der GAGFA zusammen einen Spielplatz bauen will, wenn die sich dafür bereit erklären lassen, muss er sozusagen diese ganze Kommunikation über das Rechtsamt führen, was extrem aufwendig ist, aber damit zu tun hat, weil eben dieser Fall so extrem auch in den Medien natürlich behandelt wurde und es einfach eben nicht so aufgegangen ist, wie man eigentlich dachte mit dieser Sozialcharta. Köln-Chorweiler. Hier haben wir eine andere Chorweiler Mitte, eine andere grafische Darstellung gleich. Also hier sieht man schon mal, sind die Mieten etwas höher. Miete NRW 6,52, in Köln Durchschnittsmiete 10,14 Euro und eben in Chorweiler Mitte fast die Hälfte nur vom Kölner Durchschnitt. Das heißt also, hier leben tatsächlich, das was wir schon auch angesprochen haben, die sozial schwächer Gestellten. Und hier haben wir eine etwas andere Darstellungssituation. Die Studentin hat sich für eine Art Comic-Darstellung entschieden mit Hai- und Fischmetaphern sozusagen. Hier taucht die neue Heimat wieder auf. Also die neue Heimat hat zusammen mit der Saale Wohnen mit Krediten der NRW-Bank Chorweiler Mitte entwickelt und gebaut. Und dann kam es eben zum Konkurs der neuen Heimat. Und das haben wir auch bei anderen Fällen festgestellt, diese Konkursmasse der neuen Heimat, die wurde so gehandelt wie heiße Kartoffeln. Die mussten ganz schnell irgendwie weitergeschoben werden. Die wollte irgendwie niemand so richtig haben. Und hier war es dann so, das neue Heimat wurde durchgeschleust. Ein paar Sachen gingen dann an den Kommunale noch und in Saale Wohnen. Und große Bestände, aber das sind hier die roten. Nee, ich zeige die gleich nochmal. Gingen an BGP. Ein etwas dubioses Unternehmen, was sich ständig neu strukturiert, umstrukturiert und an die Unternehmerin Maria Bergstedt. Und da gab es jetzt eine bipolare Entwicklung und das ist eben eines der Hauptprobleme, dass man eben die Großwohnsiedlungen nicht mehr einheitlich entwickeln kann. Weil es gibt natürlich die Kommunalen und die Genossenschaften, die einigermaßen zusammenarbeiten. Es gibt aber eben diese schwierigen, fondsgesteuerten Gesellschaften, die einfach überhaupt nicht interessiert sind und die auch nichts, in der Regel fast nichts investieren, nur das Nötigste.
Und es gab eben, also es gab sozusagen zwei Städte, Parallelstädte mit Aquarien dargestellt. Und es kam dann auch noch zur Insolvenz von Maria Bergstedt, obwohl eigentlich sehr viele Transfermittel ja über die Sozialbehörden ja über die Mieter dann weitergeleitet wurden. Man versteht es gar nicht, weshalb eine Insolvenz da anstehen konnte. Aber das war eben der Fall. Und jetzt ist gerade die aktuelle Situation, da gehe ich mal eins weiter, die aktuelle Situation, dass die NRW-Bank jetzt wieder auf den Plan treten muss, wenn natürlich ihr Kredit sozusagen immer noch nicht abgezahlt ist und natürlich schnellstmöglich wieder verkaufen will. Steuert also auf eine Zwangsversteigerung hin. Das will die Stadt nicht, das wollen die anderen Gesellschaften nicht, das wollen die Mieter nicht. Aber das war die Situation 2014, als wir es untersucht hatten. Und es gibt dann auch so perfide Strategien, wie so ein Unternehmer, die Talos-Gruppe, die schon während die Frage von Zwangsversteigerung öffentlich diskutiert wird, sich Schuldanteile aufkauft, um bei der Zwangsversteigerung bessere Ausgangssituationen zu haben. Ja, das war noch so eine Fotomontage der Studentin. Und als letztes Beispiel will ich nach Dortmund irgendwie schauen. Der Hannibal, das ist also ein einzelnes Objekt. Miete in NRW, Durchschnittsmiete hat man gerade schon, 6,50 Euro. In Dortmund sind 6,27 Euro. Und eben beim Hannibal auch eben deutlich abgeminderte Mieten. Das hängt aber auch am Bautenstand, hängt auch mit dem Bautenstand zusammen. Hier war die Situation, dass schon vor längerer Zeit an J&H verkauft wurde von der Dortmunder Kommunalen Wohnungsgesellschaft. Und das Unternehmen J&H hat die NRW-Bank, bei der sie einen Kredit laufen hatte, betrogen. Die hat also Sanierungsleistungen vorgetäuscht und hat das Geld einkassiert. Und als es aufgedeckt wurde, kam es dann eben zu einer Insolvenz dieser Firma und dann zur Zwangsversteigerung. Das Objekt war in der Zeit schon im sehr schlechten Zustand. Also war ein extremer Investitionsstau von mehreren Millionen. Man schätzte, dass es ungefähr 3,6 Millionen Kosten einbringen würde beim Verkauf. Tatsächlich ging es aber für 7 Millionen über den Tisch. So, und das ist dann auch nur dieses Phänomen dieser Kaskadenverkäufe. Wer kauft zuletzt oder wer kauft zu überteuert? Also in Dortmund ist es eben der Fall, also erstmal die Lütticher Properties natürlich nochmal, die gekauft hatte, Briefkastenfirma, die nicht ansprechbar ist. Also wir haben es natürlich auch massiv versucht und auch die Leute im Stadtteil meinten, an die ist nicht ranzukommen. Und das Ganze läuft jetzt eben auf dem Rücken der Mieter ab. Also es gibt einen Investitionsstau, es wird nicht investiert. Das Unternehmen kann wahrscheinlich auch gar nicht investieren, weil es eben überteuer gekauft hat. Aber das Ding läuft ja noch, wirft Mieten ab, trotz Leerstand. Und hier meinen die Studierenden eben, dass eigentlich das Objekt eigentlich im freien Fall ist. Also steuert auf eine Schrottimmobilie zu. Und ich glaube, das ist ein zweites Phänomen neben diesen Problemlagen, dass manche privaten Fondsunternehmen die Entwicklung von einem ganzen Quartier blockieren, dass wir eben auch auf Schrottimmobilien irgendwie zusteuern, die dann auch natürlich extrem negative Auswirkungen auf die Gesamterscheinung eines Quartiers oder auf die Gesamtentwicklung eines Quartiers haben. Also so genug verdient und irgendwie wird das Ding dann mal abgebrochen oder man versucht es irgendwie loszuwerden. Ja, das waren so die drei Fallstudien, die ich vorstellen wollte, um das Thema zu diskutieren. Zur Kroner Düne haben wir übrigens auch natürlich Entwürfe gemacht. Und die Studenten meinten eigentlich, also wenn man halt den Wohnungsbestand anschaut, es ist eine Top-Lage, es ist super günstig, es ist eine Top-Aussicht, es ist auch eine gute Infrastruktur außenrum. Es liegt also nicht am Städtebau, an der Architektur, wie es eben oft heißt, sondern eben an sozialer Entmischung oder eben hier in dem Fall an diesen extrem schwierigen Mehrfachverkäufen ohne Ansprechpartner bei den Eigentümern. Ja, mit der Grafik will ich schließen.